Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir machen zunächst wie immer obligatorisch den Risikohinweis. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen am Ende des Tages immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Und die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FX Flat sein. Okay, Jens, viele Themen diese Woche. Trump-Kim-Meeting, dann Indien und Pakistan-Problematik, Jerome Powell und Brexit und alles Mögliche. Ich bin gespannt, was du heute zu sagen hast. Ich bin wieder beeindruckt. Ja, ich hab das Gefühl, ich habe nicht anderen so viel zu erzählen wie du jetzt gerade. Also wenn du möchtest, du kannst gerne übernehmen. Ich lausche dir. Gespannt. Ach Quatsch. ich begrüße natürlich auch alle ganz herzlich hier zum heutigen Event. Freue mich wieder hier sein zu dürfen und ich bin mal gespannt, ob wir die nächsten 60 Minuten umbringen. Ich gehe davon ganz stark aus, dass wir es werden. Muss allerdings auch sagen, ich bin langsam nett formuliert, auch schon ein bisschen genervt von Donald Trump. Also das geht jetzt schon eine ganze Weile ja, besonders im Zusammenhang mit dem Konflikt mit China und dergleichen oder Handelskonflikt mit China eben. Und Donald Trump findet sich immer wieder in Tweets und dann auch just natürlich kurz vor US-Markteröffnung, wo er dann kommuniziert, dass ja man kurz vor einem Durchbruch steht und dass da auf jeden Fall auch jetzt diese Deadline, die gesetzt wurde vom 1. März, dass die verschoben wird. Übrigens, ich würde mal den Monitor vielleicht zu mir holen. Ja, ist mir gerade aufgefallen, dass er gar nicht übertragen wurde. So, ja, jetzt. Das ist der Risikohinweis, der ist wichtig. Das ist Safety first. Ja, so muss man das sehen. So, jetzt müsste man meins auch sehen. Jetzt kommt der Knaller. Die nächste Folie ist nochmal ein Risikohinweis. Ja. Ich mache gleich weiter. Ich nehm die Seite, beziehungsweise wir machen Folgendes. Moment, hier. Wir gehen vielleicht auch gleich mal in den Markt über. Zum Buch haben wir später noch zwei, drei Möglichkeiten, was zu erwähnen. Ich habe hier nämlich schon eine Order vorbereitet, wo ich gerade sehe, dass wir sehr wahrscheinlich nochmal eine Anpassung vornehmen müssen, sogar sehr, sehr wahrscheinlich nochmal eine Anpassung vornehmen müssen. Aktuell sind wir nämlich bei 4,88. Tatsächlich gefällt mir das sehr gut, dass wir jetzt aktuell gerade aus der Open Range auf der Unterseite ausbrechen, dass wir auch unterhalb des 50er EMAs traden, hier auf 5-Minuten-Basis, das ist hier diese gleitende Durchschnittslinie, diese dünne blaufarbene Linie, wie man da sehen kann. Ich werde auch gleich zeigen, warum das tatsächlich so ist. Und tatsächlich geht das über, fließend, mehr oder minder eigentlich auch meine Einschätzung rund zu Trump und dieser Manipulation des dortigen Aktienmarktes. Das muss man, glaube ich, ganz gut oder ganz genau auch so auf jeden Fall zusammenfassen. Denn Fakt ist einfach mal, dass wir just immer, ich habe ja gerade eben bei den Tweets zum Beispiel, die kurz vor der US-Markteröffnung veröffentlicht werden, dann die auf eine Lösung diesbezüglich hindeuten und dergleichen, relativ klar merken und auch das von Trump genauso kommuniziert wird, dass er im Grunde genommen seine Performance als US-Präsident offensichtlich an der Performance des Aktienmarktes misst. Und er verwies jetzt vor kurzem, ich glaube am Montag war es, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm gehabt habe, verwies er ja darauf, dass der Aktienmarkt wieder auf dem Weg zumindest mal in Richtung neuer Allzeithochs ist. In den USA, da ist es ja so, dass die Aktienkultur wesentlich stärker ausgeprägt ist und nicht nur die Aktienkultur stärker ausgeprägt ist, sondern auch, so jetzt kurz einen Augenblick, sondern auch, dass eben ein Großteil der Altersvorsorge hier über solche 401s läuft, also über Investitionen in den Aktienmarkt eben tatsächlich. Und somit ist es schon nachvollziehbar, dass da solch eine Herangehensweise gewählt wird. So, ich muss jetzt mal kurz hier, das passt aber ganz gut. So, wir sind jetzt gerade getriggert worden schon bereits. Ich muss hier mal eben, nee, Moment, nicht den Trading Stop, der da drüber, den Take Profit, musste mal anpassen. Ich werde das gleich noch erklären, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Habe ich mich jetzt verklickt? Nein, ist richtig, genau, ist richtig. Also wir sehen hier Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Ja, wir sind jetzt gerade short getriggert worden, Risiko von 35 Punkten. Das entspricht bei zwei Kontrakten 70 Euro Risiko. Take Profit bei 11,418.
Da legen wir bei einem potenziellen Gewinn, bei einer potenziellen Chance von 140 Euro CAV von 2 zu 1. Ich werde gleich noch im Laufe der nächsten Minuten werde ich nochmal kurz das Setup erläutern. Warum, wieso, weshalb. Wie gesagt, es fügt sich ganz gut in das übergeordnete Bild ein. Zunächst aber jetzt die Gedanken mit Trump zu Ende geführt. Also ja, Performance-Messung anhand der Performance des Aktienindex und auch natürlich dann die Reaktion auf die stärkeren Turbulenzen in den Jahresschluss hinein. Das war sicherlich begünstigt durch auch die FED-Notenbankpolitik, diese restriktive Haltung, Autopilot, der dort thematisiert wurde, ausgehend von welchem die FED-Bilanz reduziert werden sollte. Weitere Zinsanhebungen, die noch Anfang September oder beziehungsweise bei dem Meeting im September ein Thema waren. Da waren wir noch bei einer Erwartungshaltung von 3, 2 mindestens, eher 3 bis 4 Zinsanhebungen auch in 2019. Aber ganz besonders natürlich die Turbulenzen auch rund um den Handelskonflikt mit China, die dort eben auf die Stimmung der Marktteilnehmer geschlagen haben. Und dann wurde eben zwischen Weihnachten und Neujahr eine massive Manipulation eben durch das Weiße Haus auf den Weg gebracht, vorangebracht, ganz besonders von dem Finanzminister Mnuchin, der eben die Plunge Protection ins Spiel brachte, der hier auch den Märkte versuchte dahingehend zu beruhigen, dass er sagt, er hat mit den diversen größten Investmentbanken der Wall Street telefoniert aus seinem Urlaub in Cabo, Mexiko. Das hat er übrigens getwittert, das fand ich schon ziemlich interessant, ehrlich gesprochen. Und hat dann in dem Zusammenhang eben thematisiert, dass die auf jeden Fall auch mit ausreichend Liquidität versorgt seien. Die FED kam dann im Grunde genommen in der ersten Januarwoche, am Tag der Non-Farm-Payrolls, die damals überzeugt haben, 4. Januar war es, und Jay Powell, der FED-Chairman, der sprach damals schon von einer entsprechenden ja, Flexibilität beziehungsweise von einem genauen Feedback, was man eben auch seitens des Marktes abwarten würde. Das gipfelte dann eben in ersten Spekulationen Ende Januar, dass die Fed etwas flexibler im Zusammenhang mit ihrem sogenannten Runoff des Balance Sheets, also der Reduktion der Anleihen aus ihrer Bilanz eben vorgehen könnte, wurde dann auf der am darauffolgenden Mittwoch Fed-Notenbank-Sitzung auch so bestätigt. Und das Resultat war, dass wir eben hier, und da können wir uns ja mal einen Blick auf den S&P gönnen zum Beispiel, aber vielleicht sieht es noch ein bisschen, habe ich den auch vorbereitet? Nee, den Dow Jones habe ich nicht, aber die Konstellation sieht sehr ähnlich aus, wobei der Dow Jones mittlerweile schon wieder im Bereich der Allzeithose, also fast schon in Schlagdistanz liegt. Die Allzeithose, die liegen ungefähr um, ich sehe gerade übrigens, ich habe die hier gar nicht eingeblendet, die liegen ungefähr um 26.700 Punkte. Der Dow Jones tradet derzeit bei 26.100, wenn ich das jetzt gestern so grob gut gesehen habe. Und ich muss jetzt mal eben hier schauen. Indiz ist da. Und wir brauchen den US-30. So. Der wird jetzt angezeigt. Close. So. Dann haben wir mal hier den Chart aus Bild. Jetzt muss ich natürlich mal ganz kurz eine Anpassung vornehmen, damit sich das auch ins Gesamtbild einfügt. So. Und Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass das natürlich im ersten Moment für die Bullen positiv ausschaut. Und es gibt eigentlich relativ wenig Gründe, jetzt zu zweifeln. Und es ist auch weiterhin eine eigentlich gute Idee, zumindest mal etwas längerfristig betrachtet, nicht gegen die offensichtliche Manipulation hier agieren zu wollen. Das habe ich gerade, glaube ich, Mist gemacht. Moment, so. Ziehe mal ein bisschen hier rüber. Sollte nicht theoretisch eigentlich hier jetzt auf der rechten Seite zumindest so ein kleiner, na gut, lassen wir das so. Hat bis dato, wie gesagt, ganz gut funktioniert. Diese Manipulation, nochmal hier, das sind die Dezember-Hochs, die haben wir jetzt zurückerobern können. Das heißt, der komplette Abschlag aus dem Dezember ist auf den Kopf gestellt worden. Hier sind die Allzeithochs, die noch markiert worden sind damals im Oktober. Wie gesagt, 26.700. Moment, stimmt nicht. 26.900 waren es. 26.900 Punkte. Wir traden aktuell also rund 800 Punkte unter dieser. Das ist bei einem Indexstand jetzt von 26.000 Punkten nicht besonders viel, um es mal so zu formulieren. Und demnach die Mission, wir kriegen den Aktienkurs oder den Aktienmarkt schon wieder auf ein für den US-Präsidenten attraktives Level. Mission Aktienmarktrettung scheint optimal derzeit zu laufen. So, jetzt passiert nur Folgendes und das ist das Problem, was ich hierbei sehe. Besonders auch im Zusammenhang zum Beispiel mit dem DAX.
der sich alles andere als so positiv darstellt. Also wir haben zum Beispiel den DAX, der hat ebenfalls eine sicherlich sehr starke Gegenbewegung gesehen und wir sind hier gestartet von roundabout 10.280 Punkten ungefähr, handelt jetzt mittlerweile über 1.000 Punkte höher und eigentlich im Großen und Ganzen kann man ja sagen, Gefahr ist erstmal gebannt. Jetzt passiert nur Folgendes. Erstens traden wir unterhalb dieser violettfarbenen Linie, die ist noch relevanter als die blaufarbene, die wir uns ausblenden können. Das ist nämlich die 200-Tage-Linie. Das heißt, wir haben es bis jetzt nicht geschafft, auch nur ansatzweise die mal wieder zu retesten, geschweige denn zurückzuerobern. Wir haben gerade mal ebenso jetzt hier die Dezember-Hochs ins Visier genommen und haben uns in Richtung dieser Dezember-Hochs hier zurückgehangelt. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, dass die EZB ihre geldpolitischen Maßnahmen seit Januar diesen Jahres beendet hat. Es gab noch keinerlei Zinsanhebung. Die sind mittlerweile für eigentlich die zweite Hälfte 2019 auch vom Tisch. Aber Fakt ist einfach mal, anders als die Fed, die jetzt ein bisschen mehr Flexibilität hat, wie gesagt, sie hat zum einen den Zins ja schon bereits begonnen anzuheben, hat ihre Anleiheaufkäufe ja schon Ende 2014 beendet. Also das damalige QE-Programm ist jetzt schon dabei dazu übergegangen, ihre Bilanz zu reduzieren. Und dadurch ist der Spielraum für geldpolitische Lockerungen und auch eine Stabilisierung des Aktienmarktes um ein Vielfaches mehr gegeben, als dies beispielsweise in Europa ist. Und das bedeutet auch jetzt, besonders wieder im Rückblick auf Donald Trump zum Beispiel und seine Tweets und diese Maßnahmen, die da ergriffen werden, um die Märkte zu stabilisieren, um die Märkte zu beruhigen, da wird aktuell meiner Meinung nach enorm viel Pulver bereits verschossen. Und das in der Hoffnung eben, den Markt zu stabilisieren, eigentlich in einem Umfeld, wo im Nachgang, wenn man jetzt drauf schaut, nicht besonders viel passiert war. Also beim DAX sieht es schon ein bisschen dramatischer aus. Da hat sich allerdings schon seit auch Mitte letzten Jahres, begünstigt durch Italien, diese zähen Brexit-Verhandlungen, Handelskriegssorgen und dergleichen, hat sich eine entsprechende Abwärtstendenz etabliert. Der US-Markt, der konnte sich ja lange Zeit auf hohem Niveau stabilisieren und hat dann ausgehend von seinen neu markierten Allzeithochs, wie gesagt, im letzten Quartal einiges an Volatilität gesehen, was natürlich dramatisch ausschaut, und immer noch ausschaut T auch währenddessen, weil wir natürlich vorher keine hohe Volatilität im weiteren Sinne mehr gewöhnt waren. Also wir haben uns damals im Volatilitätsindex auf den S&P 500, haben wir uns stabilisiert im Bereich ungefähr um 10 Punkte. Und plötzlich zieht die Volatilität nur mal an und wir haben eine Schwankungsbreite über einen Tag von 200, 250, 300 Punkten gehabt. Und das war eigentlich, das war schon fast die Eröffnungsspanne. Das war die Open Range, wenn man nur ausgehend von welcher man dort arbeiten konnte. Und das war eine Volatilität, die war einfach mal 2 bis 3 Mal so hoch als das, was man vorher über den gesamten Tag an Spanne zu sehen bekommen hat. Also wir tendierten da auch natürlich dann sehr, sehr stark zu kognitiven Verzerrungen. Das tut, vielleicht in der Nachbetracht muss man das auch so sagen, tat dann auch sicherlich der US-Präsident. Und infolgedessen wurden dann Maßnahmen eben verkündet, die, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich Not taten. Also im erweiterten Sinne könnte man sich das so vorstellen, als Steven Mnuchin die Plunge Protection dann ins Spiel brachte, kurz vor Weihnachten 2018, und Feuer rief, haben sich alle Marktteilnehmer so untereinander, oder viele jedenfalls, untereinander angeguckt und gesagt, wer hat denn gesagt, dass es brennt? Ja, und genau das ist das Problem. Sollte es jetzt nochmal zu Turbulenzen kommen, wir erinnern uns mal vielleicht auch ins Jahr 2018 in dem Zusammenhang, wenn wir mal ein bisschen zurückscrollen. Da hatten wir im Februar, das ist nahezu ein Jahr her, hatten wir eine enorme Volatilität, begünstigt durch einen damaligen Flash-Crash, der uns auch von Allzeithochs massiv in die Tiefe gerissen hat. Und wir stabilisieren uns in der Tat dann. Ich habe damals, wurde ich gefragt, was jetzt mein Ausblick ist für den DAX, für den DAX, für den Dow Jones. Und ich sagte, ich gehe davon aus, dass es noch nicht dramatisch wird jetzt tatsächlich, sondern dass wir uns auf hohem Niveau stabilisieren und eventuell dann auch, aber die Volatilität auf jeden Fall oberhalb dieser absoluten Tiefs, die wir jetzt dort gesehen haben, von 9, 10 Punkten im WIX, dass die auf jeden Fall deutlicher übertroffen werden. Tatsächlich ist es so gekommen, dass wir nicht nur diese Schwankung gesehen haben, ja, aber ab Mitte des Jahres, ungefähr ab Juli, sich dann wieder der WIX in Richtung dieses 10er-Levels orientiert hat und die Volatilität wieder massiv aus dem Markt rausgegangen ist. Und dann kam eben der nächste Schlag mit dem Hammer, möchte ich jetzt mal fast sagen. Und wir haben diese Volatilität durch also diverse Umstände begünstigt eben zu sehen bekommen, die eben tatsächlich dann uns auch nochmal unter diese Tiefs geführt hat. Ich gehe auch dieses Mal davon aus, dass das noch lange nicht alles gewesen ist und früher oder später ein externer Trigger. Und eigentlich hat Nelson gerade eine ganze Reihe von Triggern genannt. Also weniger jetzt, dass Kim Jong-un und Donald Trump
in irgendeiner Form etwas kommunizieren, was nicht schon bekannt war. Also ich glaube, das ist eher ein Medien-Event, als eher zum Beispiel eine Eskalation aus vielleicht auch nuklearer Hinsicht zwischen Indien und Pakistan wäre eine Option. Das ist ein Trigger, der ist ganz weit weg. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, muss jetzt allerdings auch gestehen, ich bin jetzt nicht mehr ganz so Nachrichten-affin, ehrlich gesprochen. Also es kommt relativ selten vor, dass ich mir meine Nachrichten irgendwie aus dem Fernsehen ziehe. Also generell bin ich da mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Was ich mir da an Nachrichten anhöre und was ich mir was ich als wichtige News empfinde rund um Indien, Pakistan, habe ich das Gefühl, habe ich jetzt nicht so viel Berichterstattung gesehen. Also es ist zumindest kein allgegenwärtiges Thema, aber eins, was natürlich eine enorme Sprengkraft hat, tatsächlich wortwörtlich eine enorme Sprengkraft hat, sollte es dort zu einer Eskalation eben kommen. Und jetzt ist es nunmehr eben so, das wäre ein Trigger-Event, welches in der Lage wäre, den Markt wirklich in einen Risk-Off-Modus zu schieben. Und wenn du dir jetzt halt dann schon sämtliche Optionen eigentlich nimmst, dann in solch einer Situation geldpolitisch aktiv zu werden, dann kann man sich vorstellen, wird der nächste starke Anstieg der Volatilität, wie gesagt, begünstigt durch welchen externen Trigger auch immer, auf jeden Fall dramatischer ausfallen und vor allem wird es nicht zu solch einer V-Korrektur kommen, dass das eine sehr volatile Angelegenheit wird und dass wir dann vielleicht in einem scharfen Abschlag eine scharfe Gegenbewegung zu sehen bekommen, das steht sicherlich außer Frage und dann, damit ist auch zu rechnen. Aber nichtsdestotrotz denke ich nicht, dass es dann möglich sein wird, diese auf den Weg gebrachten Abschläge zügig wieder zu kompensieren. Ich könnte es auch anders zusammenfassen. Wenn ich US-Präsident wäre, ich hätte erstens nicht so viel Zeit zu twittern, habe ich das Gefühl. Und zweitens, ich würde mir echt überlegen, ob ich die Performance meiner Präsidentschaft anhand des Aktienmarktes messen lasse. Das sind eigentlich eher potenzielle Sentiment-Extreme, die mich dazu veranlassen, sehr vorsichtig zu werden mit längerfristigen Aktienengagements. Das gilt übrigens auch im Zusammenhang mit den sehr, sehr dünnen Umsätzen, aufgehend von welchen diese Gegenbewegung hier eingeleitet ist. Heißt aber jetzt auf der Kehrseite nicht, dass ich mich gegen diesen Trend stellen würde, also mittelfristig jedenfalls. Kurzfristige Short-Engagements, wie jetzt hier zum Beispiel, in diesem Zusammenhang kann man sehen, sind dort strategiebasiert beziehungsweise absolut legitim. Allerdings muss ich mir auch klar machen, dass eben ich hier definitiv noch einen externen Trigger brauche, dass ich auch eine trendige, stärkere Bewegung in Richtung meiner Einschätzung tatsächlich auf den Weg bringt. So, jetzt zurück auf den DAX vom US-Aktienmarkt. Schauen wir uns den DAX an. Wie gesagt, dann haben wir eben tatsächlich immer noch ein sehr bärisches Bild, weil wir unter der 200-Tage-Linie handeln und eine EZB, die keine geldpolitischen Mittel mehr zur Verfügung hat, um einer erneuten Volatilität Herr zu werden. Sehr interessant wird in dem Zusammenhang nächste Woche am Donnerstag mit Sicherheit dann die EZB-Leitzinsentscheidung. Warum wird die spannend? Wir haben jetzt schon bereits in der jüngeren Vergangenheit ja gesehen, welche Maßnahmen könnten seitens der EZB hier verkündet werden. Und in dem Zusammenhang sind schon relativ häufig die sogenannten TLTROs thematisiert worden. TLTRO steht für Targeted Long-Term Refinancing Operation. Das hört sich sehr kryptisch an, ist tatsächlich allerdings relativ einfach zu verstehen. Es geht darum, dass die EZB Banken günstig Liquidität zur Verfügung stellt, die eben zweckgebunden ist. Also zweckgebundene Liquidität, die Banken dann in Form von Krediten rausgeben an besonders den privaten Sektor eben, sodass dadurch eben die Wirtschaft gestützt beziehungsweise angekurbelt wird und Wirtschaftswachstum auf den Weg gebracht wird. Und die sind nicht für finanzielle Spekulation oder dergleichen geeignet in irgendeiner Form, was im Umkehrschluss eine Anpassung ist an die LTROs, die in 2000 und jetzt muss ich lügen, war es 2011? Anfang 2011 oder war es Anfang 2012? Da hatten sie nämlich auch schon mal so ein Programm LTROs auf den Weg gebracht, was zu einer kurzzeitigen Ausdehnung der EZB-Bilanz damals geführt hat. Und dann kam es zu einer Rückentwicklung. Ich mache mal kurz Folgendes. Also 2016 war ja die zweite Version davon. Ich meine jetzt aber die LTROs tatsächlich, also nicht die TLTROs. Ich gucke mal kurz, das kann man auch in der EZB-Bilanz ganz gut sehen. Ich muss das mal kurz bei Twitter schauen. Ich weiß allerdings, wo ich gestern schon bereits, nämlich bei Herrn Chepis, ein Must-Follow übrigens bei Twitter. Wer bei Twitter aktiv ist, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier dem zu folgen. Und der hat einige, da sind wir. Da, die EZB-Bilanz, die hat er ab und an, holt er die auf den Schirm und das ist,
Ja, 2011, genau. Wo kann man das dran erkennen? Wir sehen, dass sich über längere Zeit hier eigentlich die EZB-Bilanz relativ stabil präsentiert hat. Und dann kam es zu einem kurzen Aufblähen der Bilanz und das wurde wieder zurückgefahren. Und das waren dann damals LTROs. Die waren also nicht targeted, sondern das waren eben solche LTRO-Programme zur Verfügungstellung von Liquidität. Die konnten aber auch für Finanzspekulationen zum Beispiel oder Investment zum Beispiel in Immobilien und dergleichen, konnten die genutzt werden und wurden auch. Also es hat dann in diesem Zusammenhang eben auch dazu geführt, dass kurzfristig eben Euro-Schwäche auf den Weg gebracht wurde. Und als man, und jetzt kommt es nämlich, als man aber festgestellt hat, dass diese nicht wirklich so funktioniert haben und das Wirtschaftswachstum in der Lage waren, auf den Weg zu bringen, dieses anämische Wirtschaftswachstum in der Eurozone zu kompensieren. Damals, nachdem sich dann die Unruhen rund um die Griechenland-Krise 2011 zum Beispiel und dergleichen begonnen haben zu legen, da hat man sich dann gezwungen gesehen, aus dem LTRO ein QE-Programm zu fahren, ja, ergänzend zu, um eben auch solche LNT-LTROs. Jetzt ist aber genau das, was Einstein als Wahnsinn definiert, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erhoffen. Heißt etwas anders formuliert, diese TLTROs werden auch diesmal sehr unwahrscheinlich, wenn sie auf den Weg gebracht werden, das muss aber erstmal ausdiskutiert werden und dergleichen, werden aber kaum den erhofften Effekt eben tatsächlich haben. So, und ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die natürlich auch nicht einfach zur Verfügung gestellt werden, sondern auch früher oder später zurückgeführt werden müssen. Das hängt dann so ein bisschen von der Laufzeit dieses Programms eben tatsächlich ab. Hier zum Beispiel hat man das ja gesehen, das läuft zwar dann über 2, 3 Jahre, ja, das ist ein bisschen ungünstig hier, dass da immer dieser Dings reinkommt, aber es läuft dann über 2, 3 Jahre und dann kommt es eben zu einer Rückführung und einer entsprechenden Reduktion der Bilanz. So, worauf ich hinaus will, ist Folgendes, und zwar das alleine wird nicht in der Lage sein, den DAX zu stabilisieren, meiner Meinung nach. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir in diesem Zusammenhang uns eventuell darauf gefasst machen müssen, dass, oder sollten, zumindest ist das derzeit meine Einschätzung, dass wenn die EZB nächste Woche in irgendeiner Form Andeutung in Richtung eines geldpolitischen Stimulus macht, also beispielsweise TLTROs oder auch Zinsanhebungen in der zweiten Hälfte 2019 beginnt auf die lange Bank zu schieben. Da kommt übrigens ein nächster potenzieller Trigger, den man nicht unterschätzen sollte. Der Bankensektor, der hängt massivst von eben anziehenden Zinsen ab. Also das ist ja länger bekannt und ich bin nicht der Erste, der es kommuniziert, aber ich will es nochmal ganz kurz unterstreichen, wenn man sich fragt, was könnte ein externer Trigger sein, der Volatilität begünstigt und wo wir dann beginnen könnten, vor einem Riesenproblem zu stehen, weil nämlich zum Beispiel in den USA die größte, mächtigste Notenbank der Welt jetzt aktuell schon bereits beginnt, vielleicht auch unter Anordnung des US-Präsidenten, auch wenn sie unabhängig ist, selbstverständlich, la la la, aber einen Großteil ihres zur Verfügung stehenden Pulvers zu verschießen. Dass man eben dann in diesem Zusammenhang vielleicht früher oder später auch enorme Schwierigkeiten aus dem Bankensektor vermeldet sieht und dass in diesem Zusammenhang vielleicht auch dann wieder das größte deutsche Geld aus die Deutsche Bank ins Kreuzfeuer gerät und dass dann hier eventuell Meldungen die Runde machen, die in der Lage wären, einen Dominoeffekt zu initiieren, der eben zu stärkeren Turbulenzen am Finanzmarkt führt. Das ist auch etwas, was man berücksichtigen sollte, wenn man jetzt eben weitere geldpolitische ja, nicht weitere, sondern anstehende geldpolitische restriktivere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Zinsanhebung, von der ja der Swap-Markt eine Zeit lang sogar für die zweite Hälfte 2019 ausgegangen ist und wo man ja dann sich nur die Frage stellte, wird es früher oder wird es später? Ja, und ausgehend davon im Grunde genommen die Spekulation dann im Euro sich dargestellt hat. Fakt ist, das wird alleine nicht ausreichen. Also weder das in Aussicht stellen eines solchen TLTROs als eine Verschiebung einer Zinsanhebung dann vielleicht ins Jahr 2020 hinein. Da muss geldpolitisch wesentlich mehr meiner Meinung nach passieren, um diese sehr fragile Aufwärtsbewegung, die wir hier im DAX zu sehen bekommen, um da in der Lage zu sein, weiteres Aufwärtsmomentum zu initiieren. Heißt also etwas anders. Ich glaube, das, was wir jetzt hier gerade sehen, und das ist dann das etwas übergeordnete Bild, ich ziehe das mal ein bisschen kleiner, so, diese potenzielle bärische Divergenz ist eventuell ein erstes Indiz dafür, dass es kurzzeitig nach oben sehr viel dünner dann im DAX wird, die Luft dünner wird und dass wir eher eine Korrekturbewegung sehen. Also das ist dann im Grunde genommen der technische Trigger, die technische Beobachtung, die mich dazu jetzt veranlasst, die Short-Seite derzeit zu favorisieren und auch davon auszugehen, dass wir eventuell in den nächsten Tagen, in der zweiten Wochenhälfte jetzt, eine Attacke hier unten auf diese grünfarbene Linie zu sehen bekommen. Das ist in der Bereich so ungefähr um 11.400 Punkte. Man muss sich aber auch vor Augen führen, das ist ein ganz kurzfristiges Bild, was ich jetzt hier zeichne. Also
bis nächste Woche Donnerstag, glaube ich, wird sich der Handel eher weiter choppy seitwärts auf hohem Niveau stabilisieren, präsentieren. Und dann gilt es eben entsprechend abzuwarten, in welche Richtung liefert die EZB. Kann durchaus sein, dass die irgendwas aus dem Hut zaubert, was dann in der Lage ist, die Aktienmärkte zu stabilisieren. Meine Tendenz geht aber eher in Richtung, dass der Markt wahrscheinlich eher enttäuscht sein dürfte. Und das wiederum bedeutet unterm Strich nichts anderes, als eben, dass dann sich weiteres Abschlagspotenzial anschließen könnte, was noch nicht dramatisch ist. Aber sagen wir mal, unterhalb von 11.400 Punkten wäre mindestens mal der Weg bis 11.250 frei. Und besonders auch vor dem Hintergrund des stark überdehnten Modus, den wir hier in den USA sehen, wo vielleicht dann, wenn auch keine scharfe Korrektur, aber zumindest mal ein kleiner Rücksetzer sich dann anschließt, könnte das eben ausgehend von einer relativen Schwäche oft im DAX, besonders auf den durchschlagen und uns vielleicht sogar nochmal in Richtung 11.000er Region zurückführen. Also das ist auf jeden Fall, was ich auf dem Schirm habe und was ich mir durchaus realistisch vorstellen könnte, was eben sich dann beginnt in den kommenden Tagen zu manifestieren. Nochmal Zusammenfassung, jetzt heute kurzfristig short, auch vielleicht die nächsten Tage, wenn wir unter die 11.400 rutschen. Nichtsdestotrotz, ich erwarte auch nicht zu viel für Short-Engagements, Intraday-Short-Engagements ohne externen Trigger, sondern denke, dass wir wahrscheinlich bis zur EZB nächste Woche verhältnismäßig stabil weiter uns auf hohem Niveau halten werden. Wenn man mich allerdings ein bisschen mittelfristiger oder längerfristiger auch für den DAX fragt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir hier die Tiefs schon gesehen haben im Dezember. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gutes Potenzial besitzen, sehr deutlich unter noch 10.000 Punkte zu rutschen. Nicht intraday natürlich, innerhalb der nächsten Tage, aber innerhalb der nächsten Monate. Wenn ich mich jetzt positionieren müsste, würde ich mich nicht in Equities, also in Aktien und schon gar nicht in deutschen Aktien positionieren wollen, sondern könnte mir wirklich vorstellen, dass wir sehr dramatisch unter 10 fallen. Vielleicht sogar bis in den Bereich um 8.000, vielleicht 7.500 Punkte. Das ist rein technisch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier, das glaube ich zu weit, das ist zu viel Kurshistorie, die ich dafür bräuchte, oder? Ja, wir gehen bis 2015 zurück. Also dann bräuchten wir mehr Kurshistorie. Da könnte man sehen, dass das aber im Wochenchart eine sehr, sehr interessante Region für längerfristige Long-Engagements sein könnte. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie ist das aus psychologischer Natur, wie sich das Bild dann darstellt. Und wenn wirklich richtig Unsicherheit in den Markt käme, dann muss ich schon sagen, dann wüsste ich jetzt nicht, ob ich wirklich in diesem Bereich kaufen wollen würde, sondern wahrscheinlich eventuell erstmal sogar abwarten, bis sich auch eine klare Stabilisierung eben dann abzeichnet. So, das ist also so ein bisschen mal eine Kombination aus Intraday-Positionen, die sich aber ganz gut in meine übergeordnete Einschätzung, meine Skepsis einfügt. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das dann am Ende so ausgeht. Wir wollen mal vielleicht ganz kurz jetzt auf dieses Setup nochmal zu sprechen kommen hier, auch wenn wir schon diverse Male thematisiert haben, aber nichtsdestotrotz, es ist relativ einfach und vor allem auch hinsichtlich der Ausbildungsidee dahinter, um einen klaren Ablaufplan in seinem Trading etablieren zu können, glaube ich, immer eine relativ coole Idee, das eben so zu thematisieren. Und deswegen greife ich das mal kurz auf. Ich muss allerdings jetzt in dem Zusammenhang gestehen, ich habe jetzt zwar die Möglichkeit, das einfach aufzuschreiben, aber ich glaube, am coolsten sieht es dann immer noch aus, wenn wir hier eine vorbereitete Slide auch von einem Webinar mit CAP eben dann nutzen, um nochmal kurz diese drei Schritte durchzugehen, die dieser Strategie hier zugrunde liegen. Ah, schon aufgegangen im Hintergrund. So, und zwar habe ich hier die Folie. So, also das ist der Open Range Breakout. Da kann man übrigens auch das Datum sehen. Im Juli hatten wir diesbezüglich schon mal einen Vortrag. Also es findet sich immer wieder. Wie schaut die Handelslogik aus? Wir identifizieren den Vorteil mittels dem 50er eben auf 5-Minuten-Basis. Das heißt also etwas anders formuliert, wir legen uns eben eine gleitende Durchschnittslinie in den 5-Minuten-Chart und sagen, wenn wir drüber handeln, handeln wir nur Long-Setups, wenn wir drunter handeln, handeln wir nur Short-Setups. Das ist das, was man hier in diesem Zusammenhang eben erkennen kann. Daher kommt diese gleitende Durchschnittslinie. Ich mache die vielleicht auch mal ein bisschen dicker, einen Augenblick. Nicht ganz so dünn, dann kann man die auch noch ein bisschen besser erkennen. So, das sollte eigentlich ausreichen. So, also wir handeln offensichtlich drunter. Demnach werden nur Ausbrüche aus der noch zu identifizierenden Range entsprechend auf der Short-Seite getradet. Dann gehen wir hier
zur Identifikation der Handelsspanne über. Das ist die Open Range zwischen 8 und 9.05 Uhr. Für diejenigen, welchen die jetzt ganz neu dabei sind, warum 9.05 Uhr? Das hat damit zu tun, dass um 9 Uhr die Kasse reinkommt. Also wir haben, das ist jetzt so eine Anpassung, da wird der eine oder andere vielleicht schon sagen, na, ist das überhaupt noch relevant? Weil die haben ja jetzt die Handelszeiten im Future DAX verlängert, seit Dezember, ich glaube seit dem 10., wenn ich mich nicht irre, seit dem 10. Dezember wird der Future DAX auch über Nacht gehandelt, bis 2 Uhr nachts, oder ab 2 Uhr, so, ab 2 Uhr nachts. Und dann ist es aber so, dass wir vorher eben um 8 Uhr den Future DAX erst in den Handel haben kommen sehen. Was die Börse jetzt dazu veranlasst haben könnte, die Xetra, Entschuldigung, Xetra, die Eurex, ich habe ehrlich gesagt nichts weiter dazu gehört oder auch keinerlei Kommentare dazu irgendwie vernommen, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht als Maßnahme infolge einer ja voranschreitenden Ganztagesindikationen, die man bei vielen auch CFD-Brokern eben sehen kann, vielleicht geschehen ist. Also bei FXFlat zum Beispiel ist ja auch so, dass der DAX im erweiterten Sinne 24 Stunden getaxt wird. Und dass man natürlich dann, wenn man dort mit einem Future versucht, dort in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen, sich Geschäftsanteile zurückzusichern, dass man da eine Anpassung vornehmen muss. Ich persönlich glaube, wahrscheinlich wird allerdings die Hauptmotivation eher noch gewesen sein, dass man versucht, das sogenannte Overnight-Gap-Risiko in den Griff zu bekommen und dass man das aus risikotechnischer Sicht in einem derart hoch gehebelten Umfeld, in dem wir uns weiterhin auch übergeordnet betrachten, dass man versucht, das in den Griff zu bekommen und nicht früher oder später mal durch ein massives Gap, was über Nacht auftritt, so nennen wir es mal Brexit-like-Gap, dass das eben in irgendeiner Form hier zu Liquiditätsengpässen dann bei entsprechenden Tradern bei Instituten und dergleichen sorgt, was wiederum dann zu Liquiditätsengpässen, wenn diese ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können, seitens der Börse führen könnte. Und das wäre jetzt so eine erste Idee, weswegen die da die Verlängerung der Handelszeiten auf den Weg gebracht haben. Was aber auch immer der Grund ist, Fakt ist, dass es meine Open Range nicht beeinflusst. Also mein Fenster, welches ich beachte, liegt weiterhin zwischen 8 und 9.05 Uhr. Also 8 Uhr beginnend dann eben entsprechend, weil es funktioniert hat in der Vergangenheit und ich davon ausgehe, dass es auch in Zukunft funktionieren wird. Das gilt auch generell für Open Range Ansätze. Also ich könnte auch andere Beispiele nennen, Ranges, die ebenfalls funktionieren, die zum Beispiel sich gar nicht an hier der Eröffnung orientieren. Also sprich, die tatsächlich dann erst zwischen 9 und 10 Uhr, 10.15 Uhr, 10.45 Uhr und dergleichen eben dann festgelegt werden. Und ausgehend, wovon man aber nach dem gleichen Prinzip eben agiert. Man hat ein Hoch und Tief und tradet dann entsprechend den Ausbruch aus dieser Range, ausgehend von einem vorher identifizierten Vorteil. Warum jetzt aber 9.05 Uhr, das noch abschließend? Also um 9 Uhr kommt auf jeden Fall aber Xetra-Handel rein und das ist immer noch gleich. Das heißt also, dort beginnt die Kasse zu handeln und wenn man sich mal das Volumen anschaut, unter einem Chart gelegt, unter einem Future DAX zum Beispiel, dann wird man feststellen, dass das um 9 Uhr und dann abends gegen 17.30 Uhr, wenn Xetra schließt, dass das verhältnismäßig stark ansteigt. Das bedeutet etwas anderes. Da kommt zum Zeitpunkt der Xetra-Eröffnung, also wenn die Kasse eröffnet, kommt ein enormes Interesse in den Markt. Orders fließen in den Markt und dergleichen. Das sorgt eben für teilweise sehr starke erratische Ausschläge auf der Ober- und auf der Unterseite. Und um diese herauszufiltern, warte ich die ersten 5 Minuten ab des Handelstages und platziere meine Order dann. Also so kommen diese 9.05 Uhr eben tatsächlich zustande. So, und dann machen wir es relativ simpel. Wir handeln den Bruch der Open Range in Richtung des identifizierten Vorteils, Stop über oder unter dem Hochtief der identifizierten Handelsspanne. Das bezeichnen wir als ein R. Und dann legen wir unser Take Profit 2 R ausgehend vom Entry entfernt. Hier ist das Beispiel mal, wie so ein Trade ausgehen kann. Und zwar ist es dort so, dass wir hier die Open Range haben. Dort sind nicht zwei rote Linien, horizontale, sondern zwei schwarzfarbene. Da kommt der Break aus der Open Range. Das war hier ein R, das ist das Hoch und das Tief dieser Range. Also das heißt, hier liegt der Sell Stop, weil wir unterhalb des 50er EMAs, der blaufarbenen Linie, traden. Oben dort liegen, da sind auch ganz viele rote Punkte drüber, das ist ein Indikator, nennt man Supertrend-Indikator. Gibt es eine andere Möglichkeit, aus dem Trade auszusteigen in stark trendenden Märkten. Aktuell ist ganz klar dieses vorgefertigte Take-Profit-Szenario zu favorisieren. Warum, das darauf komme ich gleich zu sprechen, aber Fakt ist eben zum Beispiel, dass ein Short Trade im aktuellen Umfeld zum einen einen externen Trigger braucht, um eine stärkere trendige Bewegung auf den Weg zu bringen, zum anderen aber eben auch gegen den Vorteil sich bewegt. Und gegen den Vorteil arbeite ich
bis der Markt mir kein klar deutliches Signal gibt, dass dieser vorherige Vorteil jetzt gebrochen ist, sich umkehrt und dann auf der Short-Seite zu finden wäre zum Beispiel, arbeite ich mit vorgefertigten Take-Profit-Leveln wesentlich lieber, als darauf dann hier zu einer entsprechenden, auf eine entsprechende trendige, stark trendige Bewegung zu setzen. Also hier, da, wo die Punkte sind, da liegt der Stop, der Initial-Stop. Also allerdings reiner Zufall, dass die Punkte jetzt da sind. Wir orientieren uns an dem Hoch der Range. Und dann platzieren wir eben von diesem einen R, 2R, ausgehend vom Tief hier, dann dieser Range, tiefer unseren Take Profit. Und da ist dann das Gewinnmitnahmelevel von 2:1. Oder in der Praxis angewendet, sieht das so aus, dass wir eben unterhalb des 50er EMAs traden. Wir haben das Hoch und Tief definiert hier. Man kann es erahnen. Da kann man auch sehen, da liegt der Stop direkt drüber. Deswegen erkennt man diese rotfarbene Linie da jetzt nicht ganz so gut. Aber da liegt der Stop. Hier ist der Entry in den Kurs. Und wenn wir den Chart ein bisschen zusammenziehen, dann sehen wir da unten eben entsprechend unser Take-Profit-Level. Das sind 35 Punkte Risiko. Das sind 70 Punkte Chance. CRV von 2:1. So sieht das Setup dann eben entsprechend in der Praxis aus. Ja, und das wäre es eigentlich im Zusammenhang mit dem Setup auch schon gewesen. Wie gesagt, sind wir mal gespannt, ob dieses aufgeht. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es aufgehen würde. Ja, es gibt, wie gesagt, diverse Anzeichen, die für eine leichte Überhitzung vielleicht auch auf der Oberseite sprechen. Dieses etwas skeptische Bild, was ich für einen längeren Zeitraum gezeichnet habe, das ist für heute nicht unbedingt relevant und das wird auch in den kommenden Tagen noch nicht relevant sein. Ich bin allerdings sehr gespannt, in welche Richtung vielleicht auch die Kommunikation der EZB geht. Bei der letzten EZB-Sitzung Ende Januar ist es ja so gewesen, dass man schon sehr deutlich in Richtung sich einer eintrübenden wirtschaftlichen Situation, besonders in Deutschland, geäußert hat, die natürlich, und dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, was uns aktuell natürlich bewegt, die natürlich ganz besonders im Zusammenhang mit dem Brexit eine große Schwierigkeit werden könnte. Wir wissen, dass Deutschlands größter, viertgrößter Handelspartner im Export Großbritannien ist und ein harter Brexit, ein No-Deal-Brexit hätte mit Sicherheit auch auf eine sowieso schon schwächelnde deutsche Wirtschaft entsprechend negative Auswirkungen. Jetzt zeichnet sich allerdings mehr und mehr ab, dass da eventuell es zu einem, ja, vielleicht sogar U-Turn kommt, dass man eine komplett Kehrtwende sieht. Nämlich es ist zum einen so, dass Theresa May, nachdem sie eigentlich die Deadline vom 29.03. halten wollte, bezüglich eines zu findenden Deals, bereit ist zu verschieben und es besonders in Kombination mit diversen bereits gefallenen, auch vorher schon gefallenen Kommentaren diverser, nicht EZB, EU-Politiker aus Brüssel, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass man tatsächlich hier zu einer Verzögerung dann übereinkommt. Heißt also etwas anders formuliert, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Brexit nach dem 29.03. erst zu sehen bekommt, ist verhältnismäßig hoch. Und ergänzend dazu werden jetzt auch mehr und mehr Stimmen laut, nach welchen tatsächlich sogar ein zweites Referendum eine Option darstellt. Und ein solches zweites Referendum und auch generell diese Kommunikation von Theresa May, tja, wozu hat es geführt? Es hat genau dazu geführt, es sind nicht die EU-Konzessionen, aber es ist die Bewegung, von der wir schon beim letzten Mal auch sprachen, dass eher die Long-Seite im Pfund Sterling zu favorisieren ist. Und tatsächlich ist es so, wir sind nicht ganz im Bereich um die 28 zum Halten gekommen, sondern ein bisschen tiefer gelaufen. Aber wenn man sich das Bild jetzt hier zum Beispiel mal rein technisch betrachtet, dann sieht man, dass das recht gut eigentlich mit dieser ehemaligen oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung hier korrespondiert, dieser Retest. Also das ist in der Charttechnik, soweit ich weiß, im Schulter-Kopf-Schulter-Bereich könnte man das als Retest der Nackenlinie bezeichnen, wobei das jetzt hier keine Nackenlinie ist, sondern einfach nur die obere Trendkanallinie, aber diesmal hat es relativ gut funktioniert. Wir sehen nach dem Ausbruch aus diesem Trendkanal einen Rücksetzer genau auf diese untere Linie und starten von dort eben durch, was natürlich jetzt im Nachgang sehr optimal ist. Das ausgegebene Kursziel meinerseits lag erstmal nur im Bereich um 1,30. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt von der Bewegung insgesamt überrascht, natürlich nur dann, wenn ich nicht darum wüsste, was der Treiber hinter dieser Bewegung war. Erstmal die initiale Spekulation, da gab aber auch einige Wirtschaftszahlen, die ganz passabel waren eigentlich, im Vergleich dann zu den USA, Beispiel Einzelhandelsumsätze, die sind ja in den USA veröffentlicht worden vor 2 Wochen, 3 Wochen, glaube ich, sind auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2009 ausgegeben worden. September 2009, auch das werfe ich so ein bisschen durcheinander, ich weiß nur noch, dass es minus 1,2% waren. Und das war auf jeden Fall kein besonders solider Datensatz, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA immer so gemeinhin als
Rückgrat der US-Wirtschaft gewertet werden können. Ja, und dann zeitgleich waren die Sätze, der war der Datensatz aus Großbritannien relativ passabel. Es sorgt zwar nicht dafür, dass jetzt Zinsspekulationen hier angekurbelt werden, aber zumindest mal, das sollte es zu einer Annäherung kommen, dass die Bank of England sich wahrscheinlich erstmal etwas restriktiver präsentiert, als es die Fed tut. Und das sorgt dann dafür, dass Pfund Sterling zum US-Dollar eben in der Lage ist, anzuziehen. So, und jetzt haben wir den Bereich ins Visier genommen. Um die 1,33 ist es dann jetzt mittlerweile sogar. Also jene Region hier, auch der Hochs aus dem September beispielsweise, für mich eine sehr, sehr signifikante Widerstandsregion, weil wenn wir den Chart ein bisschen zusammenstauchen, dann fällt nämlich auf, dass das der Bereich ist, um das letzte relative Hoch, was ausgebildet worden ist und was diese Abwärtsbewegung, die wir initiiert haben, beginnend ab April 2018, als wir damals noch im Bereich um 1,44 war es fast, ne, getradet haben, das hält diese Abwärtsbewegung hier tatsächlich intakt. Eine Rückeroberung kann weiteres stark bullisches Momentum nach sich ziehen, ganz besonders natürlich dann, wenn sich ein fundamentaler Treiber findet, wie zum Beispiel ein zweites Brexit-Votum, wo ich jetzt schon Gefühl sagen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einem diesmal No-Brexit kommt, ist verhältnismäßig hoch nach der Posse, die sich hier in den letzten Jahren, tatsächlich sogar schon Jahren abgezeichnet hat. Was das für ein Zeichen für die Demokratie sei, das wollen wir jetzt an der Stelle vielleicht erstmal ignorieren. Ja, da wollen wir uns nicht mit auseinandersetzen. Das würde eine politische Debatte eventuell nach sich ziehen, wo es dann auf der einen und anderen Seite sicherlich ein bisschen hitziger werden würde. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass kurzfristig auf jeden Fall das Bild für Pfund Sterling positiv scheint. Auch wenn ich sagen muss, dass ich jetzt ungerne sofort diese Stärke kaufen wollen würde. Also solche Retracements, wie zum Beispiel hier, sind aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht um ein Vielfaches interessanter und auch attraktiver zu handeln, als wenn wir jetzt auf diesen bereits fahrenden Zug eben tatsächlich aufspringen. Vielleicht sollten wir sogar abwarten, bis es zu einem Bruch oder klaren Bruch dieser Abwärtsstruktur kommt. Ich schneide das mal aus. Moment, dann zeige ich mal, was ich damit meine. Ich würde vielleicht... Ja. Ich hab ja auch eine Grafik mal in den Chat mal kopiert, zum Pfund, was vielleicht ganz interessant ist. Und zwar der Verlauf vom Pfund zum US-Dollar seit dem Zweiten Weltkrieg. Da sieht man auch ganz schön den Verlauf. Vielleicht kannst du das auch mal zeigen. Okay, so, ich habe das mal rauskopiert. Klick. So, jetzt muss ich mich ganz kurz... Also offensichtlich eine kontinuierlich vorhandene Abwertung des Pfund Sterlings. Ja. Wahrscheinlich, wir müssten jetzt wahrscheinlich riesig mega ausholen und die Gesamthistorie, glaube ich, vom Pfund Sterling auch betrachten. Das ist nämlich insofern, finde ich, ganz interessant, als dass ja eigentlich der US-Dollar allerspätestens ab hier 1971, als eben dieses, als es in Bretton Woods zur Auflösung dieses Goldstandards kam, dass der US-Dollar ja auf breiter Front eigentlich eher sich schwach präsentiert hat. Das, was er aber hier zeigt, ist ja, dass Pfund Sterling nochmal schwächer präsentiert hat, weil es natürlich über die Jahre hinweg immer mehr und immer mehr an Einfluss auch aus wirtschaftlicher Perspektive verloren hat. Was übrigens auch ja dazu führt, meines Wissens nach, dass diverse böse Stimmen, genau aus dieser Perspektive sagen, was erlauben Brittern, ja, also so Trapattoni-like. Fakt ist auf jeden Fall, dass wenn man sich diese Entwicklung jetzt anschaut, dass man natürlich, glaube ich, dann durchaus davon ausgehen könnte, dass es auch zu einer weiteren Pfund Sterling-Schwäche führt, wobei ich aber sagen würde, ich glaube, fürs kurzfristige Bild ist das jetzt eher... Das ist eher kontraproduktiv, weil, wie gesagt, ich sehe kurzfristig zumindest eine Gegenbewegung. Ob die uns allerdings zurückführt bis 1,50, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oder? Was meinst du denn? Nee, für kurzfristiges Bild, insbesondere jetzt, was das Fundamentale betrifft, jetzt mit Brexit, ist natürlich kurzfristig ganz andere externe Variablen, die jetzt den Kurs natürlich auch beeinflussen können. Ne? Das sollte jetzt auch gar nicht... sollte einfach nur informativ jetzt das Bild sein, einfach mal um zu sehen, wie der Verlauf einfach vom Sterling jetzt historisch war. Was ist eigentlich, obwohl das war wahrscheinlich hier die massive US-Dollar-Schwäche, begünstigt durch
Ja, damals nach der Abkopplung vom Goldpreis, diese Goldrallye, ne, die damals da mit Anfang der 80er Jahre sich dann abgezeichnet hat. War das schon ziemlich herausragend hier, diese Gegenbewegung? Ich glaube, darüber kann man ein eigenes Webinar machen. Wahrscheinlich. Also spannend ist das alle Male, auf jeden Fall. Ich in dem Zusammenhang vielleicht auch, ich muss mal gucken, ob ich das Buch jetzt gerade hier finde. Ich kann das ja mal in die Chatbox stellen. Ich muss allerdings erst mal schauen. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, welches sich da jetzt mehr eignet. Es gab nämlich zwei. Ich habe eins gelesen von einem Kollegen von Holger Czepitz übrigens. Das ist Daniel Eckert. Der hat ein Buch geschrieben, Weltkrieg der Währung. Ich muss mal ganz kurz hier gucken, Eckert. Es erschien, glaube ich, 2010. Auch die Entwicklung rund um die Euro-Schuldenkrise und dergleichen wurde da schon sehr gut skizziert. Also da kommt es eigentlich weniger. Muss mal kurz hier gucken. Oh, naja, Eckert ist natürlich jetzt keine so gute Idee. Moment, Weltkrieg der Währung. Machen wir es mal so. Sehr cool. Es erschien im Finanzbuch Verlag. Also den Link, den stelle ich mal ganz kurz hier ein. So, wo ist er? So, ist auch der kurze Link selbstverständlich. Also Weltkrieg der Währung, so nenne ich das mal. Das ist auch sehr, sehr schön historisch aufbereitet. Deswegen gebe ich den Tipp mal. Und ergänzend dazu ein sehr, ach nee, Moment, das war der falsche. Moment, an alle. Und ergänzend hierzu, auch nicht funktioniert. Moment. Ah, hier, meine. So, kopieren. Also hier ist nochmal der Link. Und ergänzend hierzu, weil sich natürlich auch dann viele die Frage stellen, welche Auswirkungen das hat, ein sehr, sehr ähnlicher Buchtitel tatsächlich. Das sind im Grunde genommen alle Bücher von James Rickards, die ich empfehlen würde. James Rickards ist alleine deswegen auch ein super guter, zu empfehlender Autor, weil der einen unfassbaren Wissensschatz eben tatsächlich hat. Also ich nehme jetzt mal eins dieser Bücher hier. Der Weg ins Verderben, das ist das Jüngste, was im Finanzbuchverlag auch übrigens erschienen ist. Der hat nicht nur ein sehr, sehr fundiertes Wissen, sondern der hat ergänzend hierzu, ich gebe mal ein Rickards, so, wie gesagt, da sind aber mehrere Bücher erschienen, nicht nur dieses eine. Und der hat ergänzend dazu, hat er eben auch eine extreme Expertise im Zusammenhang mit dem Thema. Also Insiderwissen hinter den Kulissen resultieren aus der Tatsache, dass der damals in juristischer Form für Long-Term Capital Management aktiv war. Long-Term Capital Management ist ein Hedgefonds gewesen, der massiv gehebelt auf Preisineffizienzen an den globalen Bondmärkten spekuliert hat und durch den massiven Einsatz von Fremdkapital hier Renditen erwirtschaftet hat, die bei weitem über dem lagen, was man an der Wall Street bis zum damaligen Zeitpunkt gewöhnt war. Ach so, ja, das ist richtig. Das ist das Sterling-Bild. Das hat sich auch noch nicht geändert, schreibt gerade jemand hier. Also, das wäre jetzt zum Beispiel das Buch von Rickards. Den Link stelle ich einfach mal ein. Dann gehen wir gleich wieder zurück auf den Chart. Also, so sieht das aus. Und das, was eben spannend ist bei Rickards, man sieht auch hier, ich habe das Buch gekauft. Also, ich habe die gesamte Serie von Rickards gekauft und auch gelesen. Das, was ich bei Rickards eben ganz spannend finde, ist, dass er dadurch auch eine, ja, teilweise sehr visionäre Sicht der Dinge eben tatsächlich hat. Also letztes Jahr zum Beispiel die Spekulationen rund um die lockere Geldpolitik seitens der Fed, er hat es nicht punktgenau getroffen, aber, oder war es das Jahr davor? Aber er hat auf jeden Fall diese Entwicklung jetzt in sehr, sehr guter Form bereits antizipiert. Das, was bei Rickards natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, bei dem einen oder anderen ist er ist auch ein Goldbulle. Also das heißt, das ist jemand, der sich auch sehr, sehr stark für physische Goldpositionen eben ausspricht, ohne das jetzt wirklich wertend zu meinen, aber aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, das sind manchmal sehr spezielle Charaktere, die eher doch ein sehr düsteres Bild für die globale Konjunktur eben tatsächlich zeichnen. Und gut, also lange Rede, kurzer Sinn, sehr, sehr empfehlenswertes Buch auf jeden Fall. So viel zu dem von Rickards generell, zu der gesamten Reihe von ihm, aber eben auch zum Buch. Den Link, den habe ich jetzt zwar in die Chatbox kopiert, aber nicht mehr hier aufgerufen. Weltkrieg der Währung von Daniel Eckert, der das auch sehr, sehr schön, zwar natürlich mit einem größeren Fokus auf den Euroraum skizziert, aber natürlich auch British Pfund zum Beispiel thematisiert längerfristig. Und hier in diesem Zusammenhang eben
dann auch ein bisschen was historisch aufbereitet, was dann sich wiederum relativ gut auf dieses Bild, was wir gerade gezeigt hatten, hier dieses längerfristige für 5 Sterling eingibt oder einfügt. So, kommen wir nochmal zurück zur charttechnischen, zur tradingtechnischen Überlegung für 5 Sterling. Ich habe das jetzt hier bereits mal so skizziert, natürlich sehr grob, aber das wäre eigentlich das Szenario, was ich technisch gerne sehen wollen würde, in Pfund Sterling, um hier mich längerfristig long zu positionieren. Also sprich, ich würde eigentlich lieber sehen, zunächst einmal, auch wenn der gestrige Lauf sicherlich sehr imposant war, aber ich würde gerne sehen, dass es uns gelingt, hier dieses Level erstmal um 1,33 Round 33,50 zu erobern, nachhaltig auch, dynamisch darüber brechen und würde dann versuchen, einen Rücksetzer gegen dieses Ausbruchniveau long zu traden. Das wäre das von mir favorisierte Szenario, weil ich unterhalb der 1,33, 33,50 auch durch diese weiter vorhandene Unsicherheit rund um das Thema Brexit generell und auch den nunmehr mehr und mehr stark eingepreisten Voraus nicht vorausschauend, sondern sich abzeichnenden Pfad der Fed eben den US-Dollar dann auch nicht mehr ganz so schwach einschätze. Also ich denke zwar, er ist schon schwach, aber nichtsdestotrotz, ich sehe noch nicht, dass er richtig, richtig schwach ist eben tatsächlich oder nicht mehr richtig schwach ist, kurzfristig jedenfalls. Und da sind ja viele unter uns sicherlich aktiv oder auch positioniert, was eben dann Berücksichtigung finden sollte. Apropos Zinsen in den USA generell, wo ich jetzt ja im erweiterten Sinne ein relativ skeptisches Bild gezeichnet habe, mir ist auch noch was anderes aufgefallen, was ich sehr spannend finde, was gestern vielleicht begonnen hat, sich dann erstmalig zu etablieren. Also ich bin nicht so ganz überrascht gewesen bezüglich dieses Drops, den wir im Dollar-japanischen Yen zu sehen bekommen haben. Ich muss dazu ganz kurz Folgendes machen. Einen Augenblick. Ich hatte gerade überlegt, ob es sinnvoll ist, hier vielleicht eine Überlagerung, ja, machen wir das so, eine Überlagerung von zwei Charts zu zeigen. Aber ich glaube, was noch viel besser ist, ist, wir machen was anderes. Wir arbeiten mit diesem Zusatz, mit diesem Add-on hier für den MT4 und dort mit der sogenannten Korrelationsmatrix. Die stellt einige Währungen oder beliebig viele Währungen gegeneinander. Wir werden jetzt gleich nur uns die Korrelation anschauen im Dollar-japanischen Yen und Gold und dann kurzfristig. Und was wir jetzt hier machen in dem Zusammenhang ist, so, ich werde erstmal den DAX rausnehmen, Dollar-Yen drin lassen. Also man sieht hier, man kann beliebig viele dort einblenden, aber der Übersicht halber wollen wir nur mit Dollar-Yen und Gold in dem Zusammenhang arbeiten. So. Und da schauen wir uns das auf Tagesbasis, die letzten 200 Balken an. Da sind wir schon eine Korrelation von minus 66. Wenn wir da draufklicken, dann wird da jetzt gleich, sollte jedenfalls. Ja, nein, vielleicht. Ah, okay, da taucht, mal eben gucken. Nee, da taucht nichts auf. Also normalerweise, ich bin gewöhnt oder ich kenne das, dass man draufklickt und dann taucht hier eine, so ein Foto auf, um das zu erklären. Also so ein Pop-up geht auf. Ich kann das aber auch so erklären. Desto höher die Zahl negativ ist, desto stärker negativ korreliert sind diese beiden Assets miteinander. Das heißt, steigt der eine, sollte der andere fallen und umgekehrt. Wenn ich jetzt diese 200 Balken nochmal erweitere, auf die letzten 1000 Tage zum Beispiel gehe, dann sieht man, dass die Korrelation sogar zunimmt. Also er muss jetzt ein bisschen rechnen, aber der dürfte bei größer minus 80 tatsächlich dann liegen. Und so, darauf bezogen, auf diese negative Korrelation. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht kaputt gemacht habe. Ja, wir lassen ihn mal ein bisschen auskaspern gerade. Bin mal gespannt, ob der das jetzt schafft. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich seit nunmehr Anfang des Jahres, eigentlich Mitte Januar ungefähr ist es gewesen, Mitte, Ende Januar, dass sich da eine ganz interessante Konstellation abgezeichnet hat. Wir haben ja in Gold, haben wir eine sehr positive Entwicklung gesehen. Wir haben ja auch in diversen Webinaren, die wir hier gehalten haben, zum Beispiel ein bullisches Bild für Gold gezeichnet. Also da gab es sicherlich die eine oder andere Gelegenheit, von der Long-Seite zu profitieren. Und Gold hat sich seit Anfang des Jahres eben sehr stark präsentiert. Einer der Gründe dafür ist mit Sicherheit in der US-Dollar-Schwäche zu finden, beziehungsweise in der Entwicklung im Zins, wo wir nämlich gegen Mitte des Jahres, Entschuldigung, Mitte des Monats, Januar, ungefähr um 2,75% getoppt sind. Also das heißt, dort hat es dann keine weiteren anziehenden Zinsen gegeben. Hier. Das ist eine Website, die heißt marketwatch.com. Sehr empfehlenswert. Und also wir sehen da schon bereits, wir sind jetzt wieder bei 2,64%.
Das heißt also, wir handeln mehr als 10 Basispunkte unter den Hochs, die im Monat Januar markiert worden sind. Wenn wir uns das mal die letzten 6 Monate zum Beispiel hier anschauen, dann wird man feststellen, da von diesem Hoch rede ich. Also da sieht man Januar 2019 und das ist ungefähr Mitte, Ende Januar. Da toppen wir gegen 2,75% und dann kippen wir ab. Wir wissen, dass Gold eine gemeinhin sehr starke Zinssensitivität hat. Das heißt also, wenn der Zins steigt, sollte Gold sich eher schwach präsentieren. So zum Beispiel könnte man historisch das mal angucken, als Donald Trump gewählt worden ist und als sich dann sogenannte fiskalpolitische Stimuli abgezeichnet haben. Also das heißt, dass man hier Maßnahmen ergreift, die eben tatsächlich das US-Wirtschaftswachstum stark ankurbeln sollen. Dann hat man im damaligen Umfeld erwartet, dass die Fed gezwungen ist, kurzfristig aggressiv auch an der Zinsschraube zu drehen. Das hat Gold stark belastet, den US-Dollar auf der Kehrseite stark positiv performen lassen. Und dann das Gegenstück hierzu haben wir dann zu sehen bekommen, zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen mit einer stark positiven Performance in Gold, begünstigt durch die Tatsache, dass sich eben mehr und mehr eine lockerere Geldpolitik seitens der Fed abzeichnet. So. So viel also zum Thema Gold und ja, okay, dann machen wir mal 500 Bars, mal gucken, was dann passiert. Na, schon besser. Also bei 1000 Bars, wie gesagt, da kommt man auf die letzten 1000 Tage, fast 3 Jahre, sieht man eigentlich eine Korrelation von größer minus 80. Ich habe mir die erst vor kurzem angeschaut. Deswegen kann ich diese Zahl auf jeden Fall wiedergeben. Und Fakt ist, demnach lässt sich erklären, wo die Performance in Gold hierher kam. Das hat primär meiner Meinung nach zinstechnische Gründe, so kann man das vielleicht nennen. Ein fallender Zins, der eben dann hier für Gold positive Effekte eben tatsächlich hat. Was jetzt auch interessant ist, und ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, ich will sie jetzt hier nicht draufholen, weil wir auch so ein bisschen zeitlich langsam in den Bereich des Endes kommen. Aber was wir auch wissen, ist, dass es diese positive Korrelation zwischen dem US-Zins und dem Währungspaar Dollar japanischer Yen eben tatsächlich gibt. Muss es tatsächlich doch zeigen, weil es ist viel zu faszinierend, als dass man es hier ausblendet. Das ist eine Grafik, die habe ich damals in meinem ersten Buch Forex Trading, habe ich die auch verwendet. Deswegen wird man jetzt gleich sehen, weil das Buch ist 2014 erschienen, dass eben hier diese Grafik schon Ende 2000, Mitte 2014 tatsächlich aufhört. Aber man kann es relativ gut erkennen und diese Korrelation ist weiterhin auch sehr stark gegeben. Also man sieht eben, wenn der Zins fällt, das ist in Orange, dann sollte auch das Währungspaar Dollar-Yen sich eher negativ präsentieren und umgekehrt. Steigt der Zins, dann sollte es eben auch umgekehrt zum Anstieg eben hier im dollar-japanischen Yen kommen. Und was jetzt ganz spannend ist, ist, wenn man ganz genau hinschaut, dann stellt man fest, dass ab Mitte Januar ungefähr, mal kurz, also hier Mitte, Ende, so also einen kurzen Drop gab und der sicherlich auch seinen Ursprung irgendwie am Zinsmarkt fand, aber seitdem eigentlich sich begonnen hat, Dollar-Yen zurück in Richtung der 111 zu orientieren und auch kurzzeitig über dieses Level gelaufen ist. Das lässt sich natürlich erklären, für einfach dahingehend, dass man sagt, naja, der Haruhiko Kuroda, der BOJ Governor, der hat ja auch diverse Andeutungen gemacht, dass da weitere geldpolitische Stimuli seitens der japanischen Notenbank anstehen könnten. Und das hat den japanischen Yen geschwächt. Das kann ich nachvollziehen, diese Argumentation ist allerdings vor dem Hintergrund, wenn man sich ein bisschen mit der Notenbankpolitik der BOJ beschäftigt, jetzt keine wirkliche Neuigkeit gewesen. Und das heißt also etwas anders, eigentlich ist das größtenteils schon eingepreist. Sollte es sein, meiner Meinung nach. Und dieses Decoupling, also das heißt, normalerweise, wenn Dollar-Yen steigt, sollte Gold fallen, oder beziehungsweise, wenn Gold steigt, sollte Dollar-Yen fallen. Dass das derzeit nicht gegeben ist, ist meiner Meinung nach eventuell eine kurzfristig sehr, sehr interessante Gelegenheit für Dollar-Yen-Short-Engagements. Also das wäre etwas, was mir, oder dieser Gedanke, der verfolgt mich jetzt seit einigen Tagen eben, dass es hier kurzfristig zu einem relativ scharfen Drop kommen könnte. Und gestern war vielleicht der erste Startpunkt für solch einen Verlauf, nachdem wir eben hier intraday dann gegen die Hochs um 111 stärkeres Momentum in den Abend aufgenommen haben und über 50 Pips verloren haben. Also das ist immer noch ein relativ volatiles Marktumfeld und wir kennen im dollar-japanischen Yen ganz andere Handelsspannen und Tagesschwankungen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Unterschreiten der 110, 20, 110, 30, in dem Bereich, den wir jetzt gerade eben beginnen hier anzulaufen, dass der schon sehr viel interessanter werden könnte. Das sieht man auch vielleicht auf der Stunde noch ein bisschen besser. Oder auch der 4-Stunden-Ebene zum Beispiel. Na, wir machen mal 4 Stunden. Ich glaube, das ist besser. Ja. So.
So, das ist jetzt ein 4-Stunden-Chart. Also das ist nicht der Daily, das ist ein 4-Stunden-Chart. Ich habe hier aber so ein Label reingelegt, deswegen bleibt das da. Aber man achte darauf, das ist ein 4-Stunden-Chart. Also wenn wir diesen Bereich jetzt unterschreiten, das ist zwar noch nicht super signifikant, aber es ebnet zumindest mal den Weg dann zügig auch zurück unter die 110 bis in den Bereich 159 und könnte sogar bei stärkerer Abwärtsdynamik Kursziel um 158 aktivieren. Und dann, besonders wenn wir da drunter rutschen, sogar nochmal die Flash Crash Tiefs aktivieren. Da hängt sie sehr, meiner Meinung nach sehr, sehr viel jetzt auch davon ab, wie sich zum Beispiel die Entwicklungen zwischen den Verhandlungen Chinas und den USA darstellen. Da könnte Dollar-Yen vielleicht sogar vor einem interessanterweise Lose-Lose stehen. Was meine ich damit? Nun, einerseits ist es so, finden die keine Lösung, dann ist das potenziell Risk-Off begünstigend. Also das heißt, es kommt potenziell Nervosität, Sorge um die Globalkonjunktur ins Spiel, welche in der Lage ist, zu einer Rückführung von Carry-Trades zu führen. Das sollte den japanischen Yen begünstigen, der nämlich als sogenanntes Carry-Trade-Vehikel fungiert. Alternativ finden die eine Lösung, aber genau dann findet sich eben in diesem Zusammenhang auch eine Beobachtung, die wir haben bis letztes Jahr machen können. Die Chinesen zum Beispiel, die sind da Vorreiter gewesen, aber eigentlich auch zum Beispiel der Euro in gewisser Form oder auch der japanische Yen. Ich glaube, dass die Entwicklung, die wir dort gesehen haben, und diese US-Dollar-Stärke dadurch begünstigt wurde, dass betroffene, potenziell betroffene Länder, die ein verhältnismäßig hohes Handels, ein hohes Handelsbilanzüberschuss, einen hohen Handelsbilanzüberschuss gegen die USA fahren, dass diese bereits Gegenmaßnahmen hinsichtlich eben potenzieller Strafzölle dahingehend eingegangen sind oder eingeführt haben, wonach sie nämlich begonnen haben, ihre Währung abzuwerten. Das heißt, sollte sich hier eine Entspannung abzeichnen, dann wäre möglich, dass der US-Dollar infolgedessen stärker verliert und das auch nochmal auf den Dollar-japanischen Yen durchschlägt. Also das ist eine, meiner Meinung nach, ist eine sehr interessante Konstellation und gefühlt ist das Chance-Risiko-Verhältnis für Dollar-Yen-Short-Engagements aktuell doch relativ attraktiv. Nicht berücksichtigt natürlich mögliche negative Carries, die entstehen, wenn du eine Dollar-Yen-Position über Nacht hältst. Ja, und das wäre es jetzt erstmal so mit meinen Gedanken rund um den Markt gewesen. Ich switche nochmal final kurz in den DAX. Wir sehen eine leicht sich abzeichnende Drift auf der Unterseite. Also das heißt, der Trade, der ist noch aktiv. Mal schauen, ob der sich noch in Richtung unseres anvisierten Kursziels um roundabout 11.420 Punkte orientiert. Ja, und das wäre es erstmal so meinerseits gewesen. Super. Interessant wäre es noch gewesen, kurz darüber zu sprechen, die Äußerung von Kuroda heute Nacht vor dem Parlament. Aber das können wir vielleicht nächstes Mal machen. Ja, vielen Dank, Jens. War wieder sehr informativ heute. Hat mir persönlich Spaß gemacht. Vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie heute auch wieder so zahlreich erschienen sind. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Jens, wünsche ich dir natürlich auch alles und würde mich freuen, Sie auch nächstes Mal hier zu sehen. Wie immer, du hast das die zwei Schlusswörter. Happy Trading. Aber ergänzen noch, pass auf eure Stops auf. Wir hören uns nächstes Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.